Guck mal, beim letzten Mal mussten wir links hochklettern, jetzt rechts hier, ey, Alter. Special, oder was? Aua. Ja. Begnügt euch selbst mit den scheiß Granaten. Wow, geil. Geile Sache. Ja, wie gesagt, ich kann nur wiederholen. Ich habe mal jetzt ein bisschen Gameplay gesehen auf dem PC. Da ist natürlich die Grafik nochmal nur ein. Ja, was um einiges ist so Blödsinn, aber es ist auf jeden Fall besser als hier. Und ja, man kann echt nur wünschen, dass zum Beispiel AC5, dass bei AC5 einen ordentlich geilen Schritt nach vorne geht in der Grafik. Aber nicht nur Grafik muss besser werden. Geil! Zack hier! Was ist hier los? Das haben wir auch noch nicht gesehen hier. Warte mal, ich brauche für die Herausforderung Kopfschüsse. Ich weiß gar nicht, ob das zählt. Warte mal ganz kurz. Da kann ich es ja ganz einfach machen. Assassine, was ist denn hier los? Achso, fehlt nur noch die Assassinen-Aufträge. Dann habe ich das komplett fertig. Marine-Aufträge. Ja, langweilig. Tavernen freigeschaltet. Ja. Eine Jagdpatrouille, Stufe 3 versenken. Was ist das denn, Leute? Was ist das denn? Wisst ihr das? Eine Jagdpatrouille. Ach, eine Jagdpatrouille. Wahrscheinlich, wenn du Stufe 3 gesucht bist, oder? Und dann kommen ja die Schiffe. Ist es das? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ein Lagerhaus, ein legendäres Schiff. Insgesamt 300 Nordseemeilen. Nee, 300 Seemeilen segeln haben wir auch noch nicht. Alle Schmugglerhöhlen plündern, haben wir auch nur 2 von 5 Entdecker. Alle Truhen unter Wasser. Ein Haiangriff. Aussichtspunkte. Maya-Dinger haben wir 13 von 16. Hier, 30 Gegner per Kopfschuss eliminieren. Das ist bei Kämpfer. Wir probieren es mal aus. Vielleicht auch für euch recht interessant, die das auch machen. Das dann. Es ist zwar dreckig jetzt, die sich aufgegeben haben, abzuknallen, aber gut. Es zählt nicht mal. Oder habe ich nicht getroffen? Das wäre ja auch zu einfach, wa? So, das war auf jeden Fall ein Kopfschuss. Es zählt bestimmt nicht mal, oder? Ne, es zählt nicht mal. Okay, gut, dann brauchen wir das nicht machen. Wie gesagt, es ist sowieso ein bisschen dreckig, die da abzuknallen, aber der gibt auch auf und man metzelt ihn auch nieder, also, ja. Was haben wir denn da? Was haben wir denn? Ah, 2 Wracks sogar. Wow. Ein kleines. Auf jeden Fall ein kleines. Bisschen größeres. Ah, hier steht sogar dabei. Das hat einen Plan. Das hat keins. Was ist das hier? Da ist auch kein Maya-Ding. Aber da sind kleine Hoppeläschen. Die brauchen wir, glaube ich, noch. Die brauchen wir sogar. Ja, die brauchen wir, glaube ich, sogar noch. Ich hätte so Bock, jetzt einfach alle Forts wegzuhauen, damit wir alle, damit wir genau wissen, wo die Maya-Sachen sind. Und wisst ihr was? Ohne Witz, ich mach das einfach jetzt auch. Scheiß drauf. Natürlich jetzt erstmal Dingens hier. Aber Upgrades sind verfügbar. Aber nicht für die Jet, oder? In otra ocasión. So, Marineaufträge, die hätte ich auch mal alle annehmen können. Wie viel kann man eigentlich zur selben Zeit annehmen?
Das weiß ich noch nicht. Ja, wartet kurz. Ah, ich kann euch helfen zu verschwenden. Ganz ja, durch. Ist um die. Ah, Feier, ja. Rauch du mal deine Pfeife da weiter. Okay. Wir werden natürlich erstmal hier alles einsammeln. Und dann machen wir wirklich alle Forts weg. Forts weg. Und wissen dann genau Bescheid, wo wir hingehen können. Wo noch was fehlt. Zack, zack, zack. Ihr wisst schon. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und vorteilhaft für uns. So. Oh fuck, ich wollte fast schon runterjumpen. Un tipo imprudente. Cansado estoy, tan cansado. Spanische. Ach so, cool, ja, cool. Mehr nicht, ich muss sie einfach nur weg, oder? Lässig. Junge, wir sind hier nicht in Herr der Ringe, ey. Du brauchst jetzt hier nicht die Urukais rufen, ey. Angriff! Boah, ohne Witz, ich muss ja auch unbedingt mal wieder Herr der Ringe reinziehen. Schon ewig her, ey. Viel zu lange her. Okay, was ist das? Ist das ein Schoner? Das ist immer noch der Schoner, den ich mir gerade eben schon angeguckt habe. Wir machen uns auf den Weg. Das können wir mal mitnehmen. Das können wir irgendwann mal mitnehmen. Das ist doch mal eine nette Herausforderung. Da müssen wir nicht unbedingt an einen Punkt gehen, sondern wir können durch die Gegend segeln. Was ist das hier? Eine Fregatte. Die hauen wir weg. Die können wir sogar. Müssen wir die versenken? Wir müssen sie sogar versenken. Captain Meyer! Ach so, ein Mörserschuss und weg ist. Wolltet gern schwimmen, hä? Ist das andere ein Schoner? Ne, ist sogar auch noch ein Brick, die haben wir auch noch weg. Ne, das hat nicht gereicht. Aber das ist ja geil, dann können wir direkt wieder zurück zu Dingens. Ah, die will abbauen. Dann können wir direkt wieder zurück zum Fort. Und uns die andere holen. Genug. Den anderen Marienauftrag. Sag mal, willst du abhauen? Ich kann das schon verstehen, aber du musst leider drauf gehen. Ich ramm dich einfach weg jetzt. Wir werden sie rammen, Sir! Yeah! Das ist doch geil. Weg mit dir. Segelreft raus aus der Bö! Einholen und aufgeilen! Das ist taktisch dumm, ja. Mach ich da. Kurzzeitig hab ich mir gedacht, wenn ich jetzt hier aussteige. Die fahren da bestimmt wieder hin und docken da an. Aber das machen die ja nicht. Glaube ich, oder? Wenn ich hier aussteige, dann bleiben die auch hier. Aussteige, absteige. Von Bord. Da zieht schon wieder ein riesen Sturm auf. Gefällt mir nichts. Nein, gefällt mir nichts. Segel setzen!
Dem Piran auf dem Guck mal, plötzlich ist auch kein. Ist auch das Geld kein Problem mehr, weißt du? Aber nur noch. Nur noch das scheiß Metall, ey. Willst du in Frieden leben, mein Freund? Schmugglerhöhle. Seid gegrüßt, Freibeuter. Dies ist ein schwarzer Tag für die Freiheit. Eines meiner Lager, das sich in einer ehemaligen Schmugglerhöhle befindet, wird von einer spanischen Flotte blockiert. Ich hoffe inständig, dass ihr meine Waren aus den Händen dieser imperialistischen Unterdrücker befreien könnt. Unterzeichnet Milo van de Graaf, ehrbarer Kaufmann und Freund. Ich kenne dich gar nicht, was ich bin. Achso, ich muss auch anmerken. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Was wollen die hier? Jungs! Wir werden angegriffen. Was wollen die hier? Sind die Lebensmittel? Die wollen sich rächen. Edward! Oh, du Gurkengesicht. Was ist denn das? Eine Fregatte. Ah, fuck, der war zu viel. Hab ich das versenkt oder war es sowieso schon vorher? Wo ist denn das überhaupt? Ach, da. Sollen wir dort mal hingehen? Ja, komm, dann haben wir auch die Insel gleich. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Man muss spontan sein, weißt du? Man muss einfach spontan sein. Auch im Leben ist Spontanität gar nicht so falsch. Ja, ja. Einfach mal machen. Singt, meine Freunde, singt doch ein bisschen. Nein, ich will diesen Trinidad. Was ist das? Ich glaube schon. Ja. Dort schwimmt. Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Und bam! Mars und Top Segelberg! Ja, wir müssen auch mal wieder entern, ey. Wir müssen unbedingt mal entern. Brauchen wir auch Metall, weißt du? Ich habe ihn tatsächlich getroffen. Alter, wie weit könnt ihr denn werfen? Oder? Oh, da sind so viele Ziele angezeigt. Was muss ich eigentlich machen? Achso, da steht es. In der Mitte steht es. So, jetzt noch den Rest töten. Da! Boah, schlägt der schnell zu. What the fuck? Genau, da fällt mir gerade mal ein. Muss ich euch gleich mal fragen. Ich glaube, wie heißen die denn? Da gibt es nämlich eine Herausforderung, da muss man irgendjemanden, irgendeiner Gegnergruppe entmannen. Nein, natürlich entwaffnen und ihn damit umbringen. Mir fällt gerade nicht der Name ein, deswegen gucken wir einfach gleich mal rein.
Denn das wisst ihr bestimmt wieder. Ihr wisst ja alles. Nein, Spaß, aber mehr als ich auf jeden Fall. Wo waren das? Drei Speer entwaffnen und mit der eigenen Waffe töten. Genau das meine ich. Was sind Speer? Welche Gruppe sind die Speer?